Servus Leute, ich habe gerade den Patch-Trailer zu 0.13 Streets of Tarkov, dem Streets of Tarkov Vibe geschaut, live auf Twitch. Und den wollte ich euch hier auf YouTube natürlich nicht vorenthalten. Meine Reaktion darauf war ein recht kurzer Trailer, aber ich will da jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich bin da jetzt nicht arg ins Detail gegangen und habe da Frame by Frame geschaut, das ist neu, das ist neu, das ist neu. Sondern einfach da spontan drauf reagiert, ja. Wollte ich euch dran teilhaben lassen. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, einen Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Okay, der Trailer-Style sieht schon mal wie immer aus. Das ist die neue SMG. Oh, die AUG. Ja, Unterlauf Granatwerfer war zu sehen. Vom Design her ist schon nice. Schöne Straßenschlachten. Campers incoming. Wird immer gekämpft in Tarkov. Audi. Aber sie haben den Trailer-Style nicht geändert. Wieder bloß Musik mit Gameplay. Da wäre mehr drin gewesen. Oh, das war der Unterlauf-Granatwerfer. Nice. Ey, ist die Map groß. Holy shit. Also sag nicht, das war's. Danke. Ah, okay. Sehen wir den Lightkeeper? Man sieht ihn nicht. Man sieht ihn nicht, man sieht bloß seine Hände. Wie? Ach, Leute. Ach, Leute, bisschen mehr. Bisschen... Ah, komm. Also, ne? Also, Trailer machen, den Hype aufbauen mit einem Trailer, muss, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Oh, was ist hier los? Oh, sorry. War das die ganze Zeit da? Ich hoffe nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Es ist gleich wieder weg. Den Hype aufbauen mit einem Trailer, weiß ich nicht. Das können sie nicht. Aber wir haben ein bisschen was gesehen. Ist mir egal, wie der Trailer ist. Es wird gut. Es wird gut. Beruhigt euch. Die letzten Trailer waren alle so. Das Spiel an sich wird gut. Die Trailer können sie halt leider nichts. Nicht. Was willst du machen? Es war nicht schlecht. Wir haben ein bisschen was gesehen. Spielen wird eh das Interessante. Es geht nicht um den Trailer, Leute. Auch wenn es jetzt für einige etwas enttäuschender war, ne? Sollen wir es noch mal durchschauen kurz? Wir schauen es noch mal kurz durch. Mal sehen, Moment. So, Moment. Ich mache einmal kurz wieder Alerts und sowas an. Okay, jetzt geht das wieder. Bali Bali. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer es war. Genau abgebrochen beim Szenewechsel. Es tut mir leid. So, dann machen wir hier wieder die Alerts an. Zack. Zack, Alerts sind wieder da. Passt. Schauen wir es uns nochmal an. Das ist mehr als enttäuschend, Leute. Das ist bloß ein Trailer. JB, vielen Dank für den Follow. Willkommen. Also, man sieht die AUG. Es ist nur ein Trailer. Es war schon immer so mit den FT-Trailern bei BSG, dass die halt ihre eigene Musik und Gameplay zeigen. Haben sie schon immer so gemacht.
Da gab es eine neue Heal-Animation, okay. Ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft, ne? Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Aber sie zeigen halt ein bisschen die Map. Die Map ist vom Design her, sieht es natürlich wieder sehr gut aus, ne? Da kann man nicht sagen. Map ist riesig, ja. Man kann die ganzen Gebäude nicht alle begehen, ne? Kann man sich neu vielleicht hinwerfen? Ist. Mal schauen. Das Nikita-Café. Graffiti, wo? Es könnte ein Tweet kommen, dass Vibe ist. Wenn der nicht, der kommt nicht. Vibe ist noch nicht morgen, der ist übermorgen. Mein Tipp. Da war's. Warte, was war wo? Achso. Moment. Eine Schnur. Ich habe nicht drauf geachtet, ich schaue auf den Chat. Das ist eine Shotgun Shell. Hey, Morpheus Lee. Ah! Das ist hier für eine schwere Blutung. Animation. Wie heißt das Ding? Hemostat. Ja. Das ist für ein Hemostat. Was ist eine Smoke-Granate? Ich glaube, das war eine Smoke-Granate. Hier. Da. Das ist doch eine Smoke-Granate, die da hochgeht. Kann es sein? Privet. Das ist doch eine Smoke-Granate. Nee, Revolver gibt's schon. Rewe Boy, vielen Dank für den Follow, willkommen. Smoky Wokey, ich meine, dafür ist der Granatwerfer halt gut, ne? Kannst du Smoke-Granate mitwerfen? Tränengas glaube ich eher nicht. Könnte auch Staub sein, ja. Vielleicht neue Explosionseffekte, kann auch sein, so ist Schulz. Debris. Ja, könnte sein. Also, Lightkeeper. Er macht hier die Tür auf. Mal sehen. Ich denke, da muss man sich irgendwie den Zugang freispielen. Und da sehen wir... Da steht er mit seiner Mütze und seinem Fernglas, wie man ihn auf dem Bild gesehen hat. Hier, man sieht diese Mütze, diese Kapitänsmütze oder was auch immer das ist. Leuchtturmwärtermütze wahrscheinlich. Und ja. Ja. Direkt umlegen. Er pusht ihn ja, Tux. Was hat's mit dem auf sich? Der erste In-Raid-Trader, der Lightkeeper ist es. Das ist der Lightkeeper. Der erste In-Raid-Trader hockt auf dem Leuchtturm auf Lighthouse und man wird mit ihm handeln können und muss es dann aus dem Raid raustragen. Get ready for escape. Also, morgen wird wahrscheinlich nicht gewiped. Übermorgen ist mein Tipp.